Einen schönen guten Tag. Wir sind bei Dienstag, 5. April 2022. Die Sonne befindet sich im feurigen Widder. Der Mond befindet sich bis etwa kurz nach 5, also wenn ihr das hört, ist er schon gewechselt in die Zwillinge. Das ist eine sehr offene, kreative Energie, sorgt für Miteinander, aber manchmal auch ein bisschen oberflächliches Gerede, ist manchmal sehr nervös oder zu vielseitig interessiert, kann passieren, dass man sich zu schnell ablenken lässt. Wir haben Mars und Venus im Wassermann und Mars und Saturn sorgen für Ehrgeiz, Durchsetzungskraft. Heute wechselt auch die Venus in die Fische. Das bedeutet, da fließt das Herzchen über, Gefühle können überschwappen. Das muss nicht immer positiv sein, aber es muss natürlich auch nicht negativ sein. Man kann sich leicht irritieren lassen mit dem Mond in den Zwillingen und durch den Ehrgeiz auch so ein bisschen, sagen wir mal, die Gefühle hinten anstellen und mehr sich so auf, ich sage jetzt mal so, Durchsetzungskraft konzentrieren. Seid da bitte ein bisschen achtsam mit euren Gefühlen, geht da nicht so verschwenderisch um, im Negativen wie im Positiven, sondern bleibt bei euch und klärt eure Gefühle, bevor ihr etwas entscheidet. Das ist so der Hinweis. Merkur ist natürlich weiterhin im Widder und sorgt für entsprechend heiße Diskussionen. Das kann ja sehr interessant werden oder auch noch bleiben. Ja, schauen wir uns das in den Karten an. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Widder. Wir sind bei Dienstag, 5. April 2022. Die Sonne in deinem Zeichen bestärkt dich natürlich auch weiterhin. Der Mond ist kurz nach 5 in die Zwillinge gewechselt und Venus befindet sich ab heute in den Fischen. Das macht sehr gefühlvoll, der Mond in den Zwillingen ein bisschen nervös und wir haben ja auch sehr große Gefühlsaufwallungen. Ja, Saturn ist in Verbindung mit Mars weiterhin. Und da kann man natürlich einiges schaffen, aber es ist halt wirklich sehr stark von Gefühlen geprägt heute. Was haben wir für den Widder? Kommunikation, die 8 der Stäbe. 3 der Kelche, Geselligkeit oder Gesellschaft. 10 der Stäbe, Verpflichtungen, Dinge, die man eingegangen ist. Etwas, worum man sich kümmern muss. Also vielleicht im Zusammenspiel mit der Gesellschaft oder mit Kollegen. Freundlichkeit ist angebracht. Optimistische Herangehensweise, denke ich mal. Ich sage ja, es ist viel Gefühl dabei. Und ich denke auch, dass es wichtig ist, sehr sensitiv auch auf andere zuzugehen, selbst wenn man Belastungen hat. Also ich glaube, dass eben auch Mars und Mars ist jetzt noch im Wassermann und Saturn im Steinbock. Also man kommt gut voran, aber man muss auf die Befindlichkeiten der Mitmenschen ein Stück weit achten, dass man keinem auf die Zehen tritt oder in seinen Äußerungen. Ich glaube, dass die Empfindsamkeit sehr hoch ist. Das kann aber auch im Positiven sein, dass man liebevoll aufeinander zugeht, gut miteinander auskommt und sich auch wohlgesinnt ist, also auch hilfsbereit und fürsorglich. Freundschaften, also das ist eine sehr positive Energie. Man muss sich halt ein bisschen dieser etwas weicheren Tendenz ein bisschen anpassen. Und ich könnte mir vorstellen, dass du damit gut zurechtkommst. Ich wünsche dir auf jeden Fall gutes Gelingen, einen erfolgreichen Tag und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Stier. Wir sind bei Dienstag, 5. April 2022. Sonne im Widder. Seit heute Morgen kurz nach 5 der Mond in den Zwillingen. Das kann für ein wenig Unruhe sorgen. Es war ja vorher der Mond im Stier, jetzt ist er im Zwilling. Und das, wie gesagt, kann für ein bisschen Unruhe sorgen. Wir haben Venus in den Fischen. Das macht gefühlvoll, entgegenkommt, sinnlich. Ja, das liegt dir auch. Wir haben natürlich den Mars weiterhin im Wassermann. Und wir haben auch Saturn in Verbindung zu Mars. Man kommt gut voran. Ich denke, das ist auch gut so, dass du eben auch mit deiner Arbeit vorankommst und deine Erdenergie beflügelt dich dabei. Ja, schauen wir uns jetzt mal an, was wir für den Stier am heutigen Dienstag haben. Na, gewisse Unzufriedenheit ist da, 4 der Kelche. Man muss sich um Kleinigkeiten kümmern oder Details. Und da gibt es auch ein paar Dinge, die angesprochen werden müssen. Also, ja, was dir nicht gefällt, in den Details kannst du natürlich besprechen, kannst du möglicherweise klären.
Vielleicht machst du ja auch auf etwas oder weist du auf etwas hin, was nicht so richtig läuft. Vielleicht entdeckst du einen Fehler, der relevant ist oder der Geld kosten könnte. Das könnte ich mir vorstellen. Also schau genauer hin, es könnte sich lohnen. Wir haben die 10 der Münzen. Du erreichst damit nämlich Stabilität und Sicherheit. Also es kann ein Fehler sein, den zum Beispiel deine Bank gemacht hat oder den vielleicht auch im Betrieb oder so jemand gemacht hat. Sei freundlich, ja. Auch wenn du, ich sage jetzt mal, Grundstimmung ein bisschen nicht so gut ist. Aber ich denke, dein Entgegenkommen, dein Aufzeigen von Dingen, die vielleicht falsch gelaufen sind oder falsch laufen könnten, das wäre ja auch möglich, dass dir das einen Gewinn einbringt. Also, dass du damit Dinge verhinderst und man natürlich ja, dir dankbar ist dafür. Vielleicht bist du dir selber dankbar dafür, dass du einen Fehler entdeckt hast. Also Augen auf bei den Details und ich denke, dass du damit ja auf jeden Fall einen Erfolg erzielst. Wenn auch einen kleinen vielleicht, aber es ist auf jeden Fall ein schöner Erfolg. Ich wünsche dir einen schönen Tag und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, liebe Zwillinge. Wir sind bei Dienstag, dem 5. April 2022. Die Sonne ist im Widder, der Mond seit heute Morgen kurz nach 5 in deinem Zeichen. Das gibt dir Stärke. Womit du aufpassen musst, ist dich nicht zu überschätzen. Das ist wichtig. Pass immer auf, dass du auch ein bisschen erdgebunden bist mit Mars und Saturn, denke ich mal, klappt das heute gut. Wir haben ab heute die Venus in den Fischen. Das macht sehr gefühlvoll. Kann sein, dass du nicht so auf Anhieb was damit anfangen kannst, aber stell dich ein bisschen darauf ein, denn deine Mitmenschen sind auch sehr gefühlvoll und sehr empfindsam. Schauen wir uns an, was wir für die Zwillinge am heutigen Dienstag haben. Die Liebenden. Das Gericht und die 4 der Münzen. Okay. Da kann natürlich etwas sein, was du sehr magst, auch eine Person, die du sehr magst. Und wir haben das Gericht. Es ist wichtig, dass du trotz Gefühlen oder Sentimentalität oder was auch immer da eine Rolle spielt, rosa-roter Brille, wie auch immer, an der Realität festhältst. Das ist ganz besonders wichtig. Es kann auch sein, dass du dich für etwas begeisterst und du solltest da sachlich auch argumentieren oder reagieren, je nachdem. Wir haben die Mäßigkeit. Gefühl und Intellekt sollten heute Hand in Hand gehen, also 50-50. Du solltest in deiner Mitte sein, weder zu euphorisch noch zu negativ noch zu sachlich. Beides hat seine Berechtigung und beides führt zum Erfolg. Also daran solltest du, dass du möglichst dich nicht aus der Ruhe bringen lässt, solltest du heute auf jeden Fall achten. Es könnte wichtig sein, um den Erfolg zu generieren, den du erreichen möchtest. Und vielleicht ist es ja auch eine Situation, wo du einen klaren Kopf bewahren solltest. Und deswegen passt da bitte heute ganz besonders gut auf. Es soll dein Schaden nicht sein. Ich denke, es ist wichtig, die Nerven zu behalten oder eben die Haltung, je nachdem, was bei dir heute los ist. Auch wenn du dich für etwas begeisterst, bleib auf dem Teppich. Ich wünsche dir einen schönen Tag und sag bis morgen. Schönen guten Tag, mein lieber Krebs. Wir haben heute Dienstag, 5. April 2022. Die Sonne ist weiterhin im Widder. Der Mond ist gewechselt vom pragmatischen Stier in den etwas unruhigen Zwilling kurz nach 5 Uhr morgens, also heute Morgen. Was schön ist für dich als Krebs, die Venus ist in die Fische gewechselt. Also Gefühl pur. Man muss natürlich die Bodenhaftung behalten. Wir haben Mars im Wassermann und Saturn im Steinbock und ich denke, dass du damit gut fährst und wahrscheinlich auch die Bodenhaftung nicht verlierst. Wir schauen uns an, was wir am heutigen Dienstag für den Krebs allgemein so haben. Du bist fokussiert auf deine Ziele. Da ist auch Nostalgie drin oder schon langjährige Beziehungen und deine Erfahrungen, deine vielleicht auch nicht so schönen Erfahrungen. Es geht darum, über etwas hinwegzukommen, was in der Vergangenheit vielleicht ja nicht so gut gelaufen ist. Du fokussierst dich darauf. Vielleicht gilt es, einen Fehler zu bereinigen oder etwas zu klären. Also ich denke mal, du gehst da mit Leidenschaft ran. Vielleicht ist es, wie gesagt, auch schon eine lange Jahre bestehende Beziehung. Kann auch jobtechnisch eine langjährige Beziehung sein, ne? 10 der Schwerter ist ja über etwas hinwegkommen. Und 10 der Schwerter sind deine gemachten Erfahrungen. Wir haben die 8 der Münzen. Kann den Job betreffen.
Es kann auch sein, dass du daran arbeitest, etwas wirklich hinter dir zu lassen. Also der Fokus liegt darauf, die Vergangenheit genauer zu beleuchten. Vielleicht sind da Erkenntnisse versteckt, die du noch nicht gesehen hast oder die dir erst jetzt klar werden. Und ich denke, es ist wichtig, dass du dich darauf fokussierst und daran arbeitest, die Dinge hinter dir zu lassen. Das können schon lange zurückliegende Enttäuschungen sein. Es kann aber auch sein, dass das eben ja mit Beziehungen von Menschen zu tun hat oder mit Menschen oder auch im Job. Ja, daran solltest du heute achten und arbeiten. Also wie kann ich das anders bewerkstelligen? Wie komme ich da durch? Ja, es ist ein aufmunternder Gedanke, dass du Dinge, obwohl es dir schwerfällt, wirklich bearbeitest und loslässt. Viel Erfolg dabei und bis morgen. Herzliches Willkommen, mein lieber Löwe. Wir sind heute bei Dienstag, 5. April 2022. Sonne im Widder beflügelt dich. Dann haben wir den Mond ab kurz nach 5 in den Zwilling. Kann für ein bisschen Unruhe sorgen, kann ein bisschen viel los sein. Pardon, oder in der Kommunikation. Wir haben ab heute die Venus in den Fischen. Das macht sehr gefühlvoll. Das kann dich gefühlvoll machen, aber eben auch deine Mitmenschen. Achte darauf, dass du keinem zu nahe trittst in irgendeiner Form, also beleidigend irgendwie rüberkommst. Da musst du ein bisschen achtsam sein. Mars im Wassermann und Saturn agieren aber auch so, dass man gut arbeiten kann, gut vorankommt. Was haben wir jetzt heute allgemein für den Löwen? Da ist die, ja, drei der Schwerter. Bedeutet Herzschmerz oder Enttäuschung, ja. Ich sage ja, es kann sein, dass du vielleicht gekränkt wirst oder jemanden kränkst durch irgendwas, was du sagst, was du vielleicht gar nicht so gemeint hast. Wir haben die Veränderung, Transformation und wir haben die Hohepriesterin. Also wir haben ab heute ja die Venus in den Fischen und das kann dazu führen, eben, was ich gerade sagte, dass andere sehr leicht verletzbar sind. Du brauchst Intuition, du brauchst Feingefühl in dieser Zeit. Und das verändert die Lage, die Situation. Ja, alles, was jetzt dahergesagt wird, kann verletzend sein, sollte man beachten. Aber auch wenn du verletzt bist, solltest du dich mit deiner Intuition beschäftigen. Wir haben Geduld. Du brauchst Geduld. Ja, auch mit dieser Energie des Zwillingemondes. Da kann einiges passieren oder Leute auf dich zukommen. Man möchte Gespräche führen. Es ist die Kommunikation, die deine Rolle spielt. Oder es ist halt sehr schnelllebig und auch du kannst dich natürlich gekränkt fühlen. Versuche das realistisch zu sehen und auch deine Grenzen abzustecken. Veränderung bedeutet ja immer Weiterentwicklung. Und deswegen finde ich das ganz gut mit der Hohenpriesterin. Das bedeutet, man ist sich dessen ganz genau bewusst. Man kriegt das mit und man weiß, wohin man möchte. Das ist auch der Erfolgsgarant, der Ritter der Münzen. Also. Mit Geduld, gutem Nachdenken und Realismus natürlich kommst du heute sehr gut voran. Viel Erfolg und bis morgen. Ein herzliches Willkommen, liebe Jungfrau. Wir sind heute bei Dienstag, 5. April 2022. Die Sonne im Widder, der Mond ab kurz nach 5 in den Zwillingen, sorgt schon ein bisschen für Unruhe. Mars, Saturn sorgen heute dafür, dass man aber arbeitstechnisch gut vorankommt. Wir haben ab heute die Venus in den Fischen. Auch das macht dich ein bisschen sanfter, ein bisschen gefühlvoller und auch, ja, ich sag mal, intuitiver. Kann dir sehr zum Vorteil gereichen. Wir schauen mal, was wir für die Jungfrau am heutigen Dienstag haben. Die Kraft, natürlich, Durchhaltevermögen, ja. Und wir haben die zwei der Stäbe. Eine Entscheidung. Entspannt. Also du bist sehr entspannt. Es geht um eine Entscheidung. Disziplin ist da. Und die innere Mitte. Das ist natürlich sehr schön. Das bedeutet für dich heute Gefühl und Intellekt im Einklang. Sie geben sich die Hand. Sie wissen, was sie wollen. Also beide Gefühl und Intellekt. Und du bist diszipliniert an diese Stelle gekommen, wo du dich entscheiden kannst. Du musst dich nicht sofort entscheiden. Wir haben die Entspannung und das Entspannen deiner Gefühle und deiner Gedanken. Also du lässt dir ein wenig Zeit damit
Und das ist auch gut so. Du musst nichts übereilen. Du solltest auch nicht zwischen Tür und Angel entscheiden. Es kann natürlich sein, dass da heute, wie gesagt, mit dem Mond in den Zwillingen einiges los ist und dass dich das auch ein Stück weit nervös machen kann. Aber du lässt dich nicht beirren. Du überlegst sehr genau. Du möchtest nämlich, dass eben alles so positiv weiterläuft und dass du selbst zufrieden bist und natürlich auch mit anderen gut darüber reden kannst. Das kann eben auch bedeuten, dass du mit deinen lieben oder nahestehenden Menschen über die Dinge redest, die dich bewegen und auch die Dinge, die du entscheiden sollst oder möchtest. Ja? Also keine schlechte Idee, in Ruhe und gefühlvoll, aber auch sachlich über ein paar Dinge zu sprechen, bevor Entscheidungen getroffen werden. Viel Erfolg dabei und bis morgen. Ein herzliches Willkommen, liebe Waage. Wir sind heute bei Dienstag, 5. April 2022. Die Sonne im Widder, der Mond ist heute Morgen kurz nach 5 in die Zwillinge gewechselt. Beflügelt dich auch, aber kann dich ein bisschen nervös machen. Bleib locker und gelassen, schön langsam. Wir haben heute auch weiterhin natürlich dann die Verbindung von Mars und Saturn, die dafür sorgen, dass man gut vorankommt, wenn man sich nicht beirren und nicht nervös machen lässt. Zudem wechselt heute die Venus in die Fische oder ist in die Fische gewechselt. Das macht alles sehr, sehr sensitiv. Also die Mitmenschen, dich selbst vielleicht, die Situation. Wir schauen mal, was wir für die Waage am heutigen Dienstag haben. König der Stäbe, das könnte die Widderenergie sein. Wir haben Geduld und wir haben den König der Kelche, skorpionische Energie. Da haben wir ja eben Feuerenergie, Leidenschaft, Temperament, Geduld, Erfolgsgarant und Gefühl, Sensitivität, aber auch natürlich die eigenen Ziele. Und dazu gehört natürlich auch Fürsorge. Das bedeutet, kümmere dich mit Fürsorge, aber in aller Ruhe um die Dinge, die anliegen. Und wir haben den Neuanfang. Es ist möglich, dass heute etwas Neues beginnt. Das kann in verschiedenen Bereichen der Fall sein. Natürlich in Beziehungen, es kann im Job der Fall sein, es kann bei dir persönlich der Fall sein, dass du etwas Neues für dich entdeckst. Und da ist eben die Rede auch davon, dass man nicht total euphorisch wird und durchdreht, sondern auf dem Teppich bleibt, aber sich darüber freut und seine Ziele vor allen Dingen nicht aus den Augen verliert. Denn das Ziel ist ja neu zu beginnen und mit Freude und mit Elan an den Dingen zu arbeiten, die da kommen. Und ich glaube auch, dass du dich darauf einstellen kannst, auch wenn es im Umfeld möglicherweise ein bisschen rasant, ein bisschen unruhig zugeht oder eben auch viel Gespräche stattfinden heute oder dass viele Leute mit dir reden und dass du viel am Telefon bist oder so. Solche Sachen können heute stattfinden. Bleib dir selber treu, mach ruhig und langsam und dann wirst du diesen Tag auch erfolgreich beenden. Ich wünsche dir einen schönen Tag und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Skorpion. Wir sind bei Dienstag, 5. April 2022. Die Sonne ist weiterhin im Widder. Der Mond ist heute Morgen kurz nach 5 in die Zwillinge gewechselt. Das sorgt schon für ein bisschen Bewegung, ein bisschen Unruhe. Da musst du dich ein bisschen drauf einstellen. Wir haben aber Mars und Saturn, die für Ruhe und eine angenehme Arbeitsatmosphäre sorgen. Und heute ist die Venus in den Fischen ab heute. Und das beflügelt dich als Skorpion natürlich auch und kann in Beziehungen, in Liebe, aber auch in Finanzen natürlich positive Aspekte für dich bewirken. Schauen wir uns das mal an. Was haben wir für den Skorpion? Der Gehängte. Sich in andere hineinversetzen, sich einen Überblick über die Situation zu verschaffen und ein bisschen wie so ein Außenstehender das Geschehen zu betrachten. Entspannt bleiben, sich nicht be beunruhigen lassen oder nervös machen lassen. Ein leidenschaftlicher Neubeginn kann durchaus in Liebe sein, kann in einer Sache sein, ein Projekt, ein Hobby, was auch immer du heute machst. Und ich denke, dass du den Überblick behältst über die Situation auch im Außen, dass du entspannt bist, aber auch von Leidenschaft erfasst. Und das läuft sehr, sehr gut. Die Herrscherin bedeutet ja, dass das, was du heute mit Leidenschaft machst, sei es privat oder beruflich oder als Hobby, das sollte wirklich fruchtbar sein, das sollte dir einiges bringen und sollte auch erfolgreich verlaufen. Die Herrscherin bedeutet ja, das, worum du dich kümmerst, wird sehr fruchtbar sein. Also wenn du dich um jemanden bemühst zum Beispiel oder versuchst, ein Projekt ans Laufen zu bringen, solche Sachen gelingen dir heute
Ganz besonders gut. Aber eben durch den Überblick, Entspanntheit, also kein Stress, ja, und natürlich die Leidenschaft, die Liebe, die du zu dieser Sache oder dieser Person hast, kann heute sehr erfolgversprechend etwas umsetzen. Das hört sich erstmal ganz toll an und ich bin gespannt, was du draus machst. Hab einen schönen Tag und bis morgen. Einen schönen guten Tag, mein lieber Schütze. Wir sind bei Dienstag, 5. April 2022. Die Sonne ist im Widder, der Mond seit heute Morgen kurz nach 5 in den Zwillingen. Macht dich auch kommunikativ, kann dich aber auch ein bisschen fahrig und nervös machen. Wir haben die Verbindung Mars und Saturn, hilft einen ja, adäquaten Arbeitstag zu verbringen. Und wir haben dann natürlich noch, ja, ich denke mal, mit den Feuerenergien aus der Sonne im Widder gute Energien, die dich vorantreiben. Schauen wir uns jetzt mal an, was wir für den Schützen am heutigen Dienstag haben. Kleine Schritte, Page der Münzen. Acht der Schwerter, man dreht sich so ein bisschen im Kreis und man hält daran fest oder man muss ein bisschen sparsam sein. Wir haben den Magier, Manifestation. Ich glaube, es geht darum, dass du, trotzdem du noch nicht so wirklich den Weg vor Augen hast, auf jeden Fall kleine Schritte vorangehst, daran festhältst und manifestierst. Wenn, wie gesagt, auch im Kleinen und vielleicht erstmal unbemerkt, ja. Der Magier bedeutet ja, du hältst daran fest. Das heißt, auch wenn es nicht so schnell und so rasch vorangeht, bist du auf jeden Fall dabei und machst weiter mit dem, was du vorher irgendwann begonnen hast, ja. Beunruhige dich nicht, wenn du nicht sofort Ergebnisse erzielst. Die Lösungen werden sich wahrscheinlich in naher Zukunft zeigen. Wir haben die Hilfsbereitschaft dabei durch Fische Venus, aber Fische stehen oftmals auch im Quadrat zum Schützen. Das kann das Ganze ein bisschen erschweren und das Ganze vielleicht auch ein bisschen verlangsamen. Man darf auch nicht vergessen, dass diese Energie auch dafür sorgt, dass zum Beispiel die Mitmenschen sehr sensitiv sind oder dass du selber auch sensitiv wirst. Das ist alles möglich und ich denke, dass es darum geht, dran zu bleiben, nicht aufzugeben, ja. Und ja, ich sag mal, hartnäckig zu bleiben und auch mit deiner berühmten optimistischen Ader voranzugehen. Denn der Magier besagt ja, du kannst das, was du willst, auch umsetzen. Und das sollte dir, ich sag jetzt mal, den Halt und die Zuversicht geben. Viel Erfolg dabei und bis morgen. Herzliches Willkommen, mein lieber Steinbock. Wir sind bei Dienstag, dem 5. April 2022. Die Sonne befindet sich weiterhin im Widder. Dann haben wir den Mond, der seit kurz nach 5 in den Zwillingen steht und ein bisschen für Unruhe sorgen kann durch viel Kommunikation, Gespräche, Telefonate, was auch immer. Wir haben die Verbindung von Mars und Saturn, die für einen adäquaten Arbeitstag oder Alltag sorgen. Und dazu kommt, die Venus ist in die Fische gewechselt. Und das bedeutet für dich eben auch Sensitivität, gefühlvolles Miteinander und auch die eigenen Gefühle spüren. Schauen wir uns jetzt mal an, was wir heute für den Steinbock allgemein haben. Nostalgie, Blick zurück. Königin der Kelche, Fürsorge, Mütterlichkeit und die vier der Schwerter. Über Dinge nachdenken. Es kann bedeuten, dass du tatsächlich über Dinge aus der Vergangenheit nachdenkst. Das kann die kürzere oder längere Vergangenheit sein. Also Geschehnisse, die dir am Herzen liegen und die du vielleicht durch ja, Sensitivität ein bisschen anders siehst als zuvor, wo du ein bisschen genauer hinschaust vielleicht. Und wir haben die Königin der Schwerter. Die Königin der Schwerter ist ja mit sich selbst aufrichtig und ehrlich zu sein und sich dann im Nachhinein auch nach außen hin aufrichtig und ehrlich, also authentisch zu zeigen. Okay, ich denke mal, dass du ein bisschen mit deinen Gefühlen beschäftigt bist und diese Gefühle auch entdeckst oder aufleben lässt, vielleicht wiederbelebst. Vielleicht überlegst du dir, wie du auch selbst ein bisschen zufriedener sein kannst und für dich selber ein bisschen besser sorgen kannst. Wir haben ja öfter gesagt, dass du dich immer überarbeitest, du machst das ja gerne, aber es ist auch wichtig, sich um sich selbst zu kümmern, dass man sich nicht übernimmt und dass man eben auch ja nicht alles immer selbst machen möchte, zum Beispiel. Also Aufrichtigkeit, sich ein bisschen Zeit nehmen, Ruhe gönnen, darüber nachzudenken und dann vielleicht auch neue Entscheidungen zu treffen.
Aber es ist eine sehr gefühlvolle, schöne Energie für dich, lieber Steinbock. Hab einen schönen Tag und ich sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, lieber Wassermann. Wir sind bei Dienstag, 5. April 2022. Die Sonne im Widder, ja, Feuerenergie. Der Mond ist kurz nach 5 in die Zwillinge gewechselt. Das macht dich auch sehr kommunikativ, aber vielleicht auch ein bisschen ja, nervös oder fahrig oder du fühlst dich ein bisschen gedrängt, schneller zu machen zum Beispiel. Ja. Da haben wir Mars und Saturn natürlich, die da so ein bisschen für Ruhe sorgen. Das ist schon mal sehr gut. Hinzu kommt natürlich noch, dass heute, ab heute, die Venus in den Fischen ist. Sehr gefühlvoll, kann dir, ich denke mal, was das Außen betrifft, ein bisschen zu viel sein. Aber auch deine Gefühle werden sich melden. Intuition, Feingefühl, Hilfsbereitschaft werden heute ganz groß geschrieben. Schauen wir uns an, was wir für den Wassermann heute allgemein haben. Teamplay, also mit den anderen zusammenarbeiten, privat oder beruflich. Die Jungfraukarte in sich gehen, also das Licht in sich suchen und eine stabile Basis, ja, das ist der Rückhalt, den du hast, dein Zuhause, deine Familie, die Freunde, vielleicht auch dein Job. Also es geht darum, so ein bisschen mal nach innen zu schauen, was dir daran liegt, was dir wichtig ist, wie du damit umgehen möchtest. Wir haben hier die 5 der Kelche. Die 5 der Kelche ist so ein bisschen aufmerksam machen darauf, dass du auf das Negative dich fixierst und durch eine Drehung einfach das Gute, das Positive erreichen kannst mit den 2 der Kelche. Liebevolle, entgegenkommende Gespräche. Vielleicht ist das in naher Zukunft möglich oder du sinnst darüber nach, wie du gewisse Dinge auflösen, klären kannst, durch Entgegenkommen, Kompromissbereitschaft, Hilfsbereitschaft vielleicht auch und natürlich nette und liebevolle Worte. Vielleicht sind es auch nette und liebevolle Worte von anderen, die dich dazu bewegen. Das ist durchaus möglich und sollte dich beflügeln, da eben auch Freude dran zu haben und eben genauso, ich sag mal, zu antworten. Ich wünsche dir einen schönen Tag, lieber Wassermann, und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, liebe Fische. Wir sind bei Dienstag, 5. April 2022. Sonne ist weiterhin im Widder. Der Mond ist heute Morgen kurz nach 5 in die Zwillinge gewechselt. Das kann für eine Menge Unruhe sorgen, aber auch Gespräche. Wir haben Mars und Saturn, die für einen ruhigen und angenehmen Arbeitstag sorgen. Man kann sich konzentrieren. Heute ist auch die Venus ab heute in den Fischen und beflügelt damit die Liebe, aber auch die Finanzen. So, ich denke mal, dass du das spürst. Und dass da, wir hatten da, glaube ich, gestern auch eine sehr vielversprechende Entwicklung in Sachen Beziehungen. Ja, wir schauen mal, was wir heute für die Fische haben. Was liegt an? Allgemein. Geduld. Okay. Erfolgsgarant. Informationen sammeln und weitergeben, können auch Gespräche sein, vor einer Entscheidung stehen. Und die Liebenden. Es ist eine Entscheidung aus und für die Liebe. Oder und. Ja. Ich denke mal, es geht darum, langsam sich heranzutasten an das Thema, das kann ja auch beruflich sein, oder eben an die Liebe oder an die Partnerschaft, dass man sich da nicht hetzt und nicht versucht, was zu forcieren. Das wäre gerade gar nicht so gut. 2 der Stäbe ist, du stehst an einer Weggabelung. Wie soll ich weitergehen? Die Richtung gibt dein Gefühl vor, ja? Und das kann eben Beziehungen genauso betreffen wie dein Berufsleben, dein Hobby, das, was du liebst, zu forcieren, mehr zu fördern oder mehr zu betreiben, je nachdem. Hier haben wir den Erfolgsgarant. Das bedeutet, je ruhiger, gelassener, entspannter und überlegter du an die Sache herangehst, desto besser wird das Ergebnis ausfallen. Und hier ist noch keine Entscheidung getroffen. Ich denke mal, es geht darum, die richtige Entscheidung zu finden. Aber das braucht eben Zeit und da fehlen vielleicht auch noch ein paar Informationen oder Gespräche, die du am heutigen Tag führst oder die Informationen, die einfach so zu dir kommen. Und das erleichtert dir vielleicht dann auch die Entscheidung. Wichtig ist, dass du dich bei dem, was du vielleicht tun willst oder entscheiden willst, dass du dich wohlfühlst dabei, deine Intuition. Und da wünsche ich dir natürlich einen schönen Tag, viel Erfolg und bis morgen.